In diesem Video möchte ich Ihnen die Entertain TV Mobil App für Smartphone und Tablets vorstellen. Ich habe die App jetzt hier auf meinem iPhone installiert, gibt es aber auch für Android natürlich die App. Und hier erstmal eine kurze Einleitung, was ich alles damit machen kann, wenn ich unterwegs Fernsehen, funktioniert nur für ausgewählte Sender. Dann gibt es Aufnahmen, cloudbasierte Aufnahmen, also ich kann auch Fernsehsendungen statt auf dem Media Receiver in die Cloud speichern, um sie unterwegs aufrufen zu können. Es gibt On-Demand die Möglichkeit, also die Online-Videotheken unterwegs zu nutzen mit der App. Und jetzt kann ich hier einmal die App starten. In der Entertain TV Mobil App gibt es hier verschiedene Funktionen im Menü. Ich habe hier einmal den Punkt TV. Da sehe ich alles, was jetzt aktuell im TV läuft. Auch wie weit es schon fortgeschritten ist mit dem entsprechenden Magenta-Balken. Oder ich kann auch hier in das TV-Programm wechseln, wo ich das Ganze nochmal als Blockansicht sehe, also die EPG-Daten, auch die folgenden Sendungen, die bei dem jeweiligen Sender kommen. Ich kann jetzt hier direkt auf ARD klicken, dann startet direkt die Live-Wiedergabe des entsprechenden Senders. Es gibt dann bei TV die TV-Shift-Funktion, das heißt hier unten gibt es ein Symbol. Ich habe im Hintergrund ja den Media Receiver an und er ist jetzt im Hintergrund vom Radio auf den Sender gesprungen, den ich hier ausgewählt habe. Also Motto, ich will jetzt hier nicht mehr weitergucken, sondern will es am TV weitergucken. Dann kann ich jetzt hier die App schließen und über meinen Media Receiver das hier hinten weiterschauen. Als nächsten Bereich gibt es hier den ganzen On-Demand-Bereich, also Videotheken und Mediatheken. Wenn ich da einmal drauf gehe, zeigt er mir hier ein paar Vorschläge an. Ich kann gezielt sagen, ich möchte mir Filme anzeigen lassen, was es so gibt. Es gibt hier eine Suchfunktion, ich kann hier zum Beispiel irgendeinen Film mir suchen, zum Beispiel Avatar. Ich kann mir hier einen Trailer dann anschauen zu dem Film, ich kann mir den über Videoload zum Beispiel kostenpflichtig ausleihen. Also auch das eine Funktion in der Entertain TV Mobil App. Speziell für Kinder gibt es auch einen eigenen Bereich, wo ich dann mit gezielt Filme und Inhalte raussuchen kann, die kindgerecht sind. Und dann gibt es hier noch meine Inhalte, wo das Gerät schaut meine Aufnahmen, wo ich Sachen entweder in die Cloud aufgenommen habe oder auf dem Media Receiver. Wenn ich mich im eigenen Haus, also im eigenen WLAN der Telekom befinde, kann ich die Sachen, die auf dem Media Receiver gespeichert sind, auf dem TV abspielen. Jetzt startet im Hintergrund die entsprechende Aufnahme von damals. Alternativ gibt es die Möglichkeit, bei meinen Aufnahmen auch die Cloud-Aufnahmen. Das heißt also, wenn ich das Ganze in der Telekom Cloud aufgenommen habe, könnte ich das sogar von unterwegs schauen. In dem Fall jetzt nicht auf dem TV abspielen. Aber auch diese Funktion steht hier in der App zur Verfügung. Und natürlich noch weitere Einstellungen oder hier die Entertain-Fernbedienung, zum Beispiel für die Lautstärkeregelung. Ich kann hier Sendungen pausieren, wieder starten, kann die Sender durchschalten. Also das ist die Fernbedienungsfunktion, die ebenfalls in der Magenta zu Hause Entertain TV App integriert ist. Und ich kann natürlich auch den Media Receiver am Ende ausschalten, wenn ich den Fernsehabend beenden möchte. So, ich habe jetzt mal das WLAN an meinem Handy abgeschaltet, bin jetzt nur über Telekom LTE, also über das Mobilfunknetz verbunden. Hier in der TV-Ansicht habe ich jetzt eingeschränkt auf alle mobil verfügbaren Fernsehsender. Kann sein, dass also nicht alle Sender sie unterwegs auch nutzen können. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf ARD gehe, kommt zum einen nochmal ein Warnhinweis, sie sind mit per mobiles Internet verbunden, das heißt also, ich sollte aufpassen aufgrund meines Datenvolumens, wenn ich nicht gerade eine Datenflat gebucht habe und kann jetzt hier Fernsehen über das Mobilfunknetz, ist jetzt hier im Indoor-Bereich leider ein relativ schlechter Empfang, draußen wie gesagt funktioniert das natürlich deutlich besser. Und natürlich kann ich auch die Videotheken, zumindest ausgewählte Sendungen, mobil nutzen. Das wird Ihnen halt immer angezeigt, was verfügbar ist und was nicht. Also auch das funktioniert ganz normal über das Internet.
Ja, alles in allem, Entertain TV Mobil App, eine sinnvolle Ergänzung für Ihr Entertain TV Produkt der Telekom. Einfach noch mehr Möglichkeiten, Entertain TV auch in der Wohnung, im Bett, im Schlafzimmer, per Tablet zu nutzen oder auch unterwegs, wenn Sie verreist sind. Auch damit ist Ihr Entertain mit dabei.